Ach du meine Güte, was war das denn? Mama, ich krieg die Kamera nicht rein. Ich kann nicht ernst bleiben, ich muss mich konzentrieren. 1, 2, 3, Kamera läuft. Okay, Kamera läuft. Auf jeden Fall, meine Mama muss heute Jugendwörter erraten. Ich sage ja so verschiedene Jugendwörter und sie muss erraten, was die bedeuten. Und ich bin ready. Bist du ready? Immer ready. Weißt du, was ready bedeutet? Vorbereitet. Ja? Gut. No front. Wenn ich zum Beispiel sage, ich sage zum Beispiel no front, aber ich hasse lila. No front, aber ich hasse es. Das passt nicht, das ist Verbot, das ist nicht meine, das ist no front. Guck, no front, das sagt... Ich will nicht sehen, ich will nicht hören, no front. Nein, guck, no front sage ich so immer, das sagt man vor einer Beleidigung. Mhm. Weißt du, zum Beispiel, damit es nicht so böse ist, sagt man so nicht böse gemeint, aber ich mag es nicht. Mhm. Weißt du, so. Aber Mann, ich verstehe das nicht, weil guck, man sagt no front, aber du beleidigst mich ja trotzdem. Das bringt doch nichts, wenn ich sage no front. Das ist genauso wie, ah, du bist hässlich, aber no front. Aber du riechst ein bisschen nicht harmonisch, aber no front, ja? Ja, nicht mehr, ja, super richtig. Aber guck, das verstehe ich nicht. Das ist genauso wie wenn ich dir sage... Nein, das ist genauso... Stopp! Aber nicht böse, nicht böse. Okay, nicht böse. Nein, guck, das ist genau... Ich verstehe das aber nicht, weil guck mal, das ist genauso, wenn ich sage... Achtung, ich breche dir gleich das Bein, aber dann brichst du es mir ja trotzdem. Das bringt doch nichts. Okay. YOLO. Mm. YOLO. Telefonieren? Nein! Wenn jemand zum Beispiel aus dem Fallschirm springt, dann denkt er so YOLO. YOLO. Oh, das ist verrückt. Ja, wow. Nein, das ist YOLO bedeutet, du lebst nur einmal. You only live once. Ach. Aber sag mal, you only live once. Oh, nein. Das ist Englisch. Englisch? Ich verstehe. Englisch. What's your name? What's your name? Arma Mutter. How are you? How are you? Hi. You look beautiful tonight. One, two, three. Du hast sechs vergessen. Six. Seven. Random. Zum Beispiel, random wäre, wenn jetzt vom Himmel eine Ziege runterfallen würde, sich ins Auto setzen würde, das wäre random. Wenn das jetzt passieren würde, weißt du, zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel eine Ziege jetzt kommen würde, das wäre jetzt random. Da, plötzlich. Fast. Wenn etwas ohne Grund passiert. So muss jetzt nicht sein, weißt du. Wie ein Blitz. Ja. Plötzlich. Ja, das ist richtig. Applaus. Da ist eine Fliege. Obsessed. Ich bin obsessed. Oh, ich zum Beispiel, was? Unglaublich. Zum Beispiel, du bist obsessed mit Essen. Obsessed bist du mit Essen. Ich bin verbunden mit meinem Essen. Nur mit meinem. Nein, falsche Richtung. Du bist nicht verbunden. Wie? Du bist obsessed. Oh, ich bin obsessed. Ich bin zufrieden mit meinem Nein. Essen. Nein. Du bist obsessed mit Essen. Ich bin obsessed mit Kakao. Mm. Und dann ich bin süchtig. Nein, es ist immer in deinem Kopf, du denkst immer dran, so, ich liebe es so, ich muss immer dran denken. Okay, das sitzt in meinem Kopf, ich bin essen. Okay, ich bin gefangen, zum Beispiel mit du bist Kakao gefangen. Nein, du bist nicht gefangen, es gibt kein Gefängnis hier. Nein, so, du bist anders. Nein, du liebst es einfach, du bist obsessed. Kein Gefängnis, nur lost. Zum Beispiel, ich laufe irgendwo rum und ich denke mir so, ich bin so lost. Ich bin lost. Ich bin total müde. Nein. Zum Beispiel, ich laufe im Wald. Ich weiß nicht wohin. Oder ich mache irgendwas, ich verstehe gar nichts, da ist nichts drin hier. Ich bin lost. Ich
bin lost. Ich verstehe, aber... Ich bin lost. Ich bin lost, ja. Ja, beschreib mal dein Gefühl jetzt. Meine Gefühl, lost. Ich bin verloren. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das war voll gut, Alter. Du bist... Mann, das war eine 1A-Performance. Ja, okay. Smash. Smash, weil hier zum Beispiel Kakao, Smash. Pizza, Smash. Genau meine Richtung. Ja, ja, fast. Geht in die richtige Richtung. Genau meine Richtung. Ich will Smash immer haben. Das ist wunderbar. Prima. Ausgezeichnet. Ja. Man kann aber auch zum Beispiel zu einer Person sagen Smash. Wenn du jemanden magst, Smash. 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 In die DMs sliden. Was denkst du als erstes? In die DMs sliden. Was ist das erste Wort jetzt in deinem Kopf? Was bedeutet sliden? Ich gebe dir... Verbitte dich. Nein. Was ist eine DM? DM? Nicht das Geschäft. Ich weiß nicht. DM, weißt, kennst du Instagram? Ja. Da kann man Nachrichten schreiben. Das sind DMs. Ja. Und jetzt überleg nochmal, in die DMs sliden. Mm. Rein! Ich schreibe eine Nachricht, zum Beispiel, ich sehe jemand auf einer Party und dann will ich ja so schreiben, so Kontakt aufnehmen. Ich slide die DMs. Ah, auch so. Ich slide. Okay. Ich springe rein. Bodenlos. Bodenlos. Zum Beispiel, weißt du noch, wo ich einmal Reitunterricht hatte, das Pferd mich runtergeworfen hat, ich meinen Arm gebrochen habe, das war bodenlos. Mhm. Was ist bodenlos? Bodenlos. Oder zum Beispiel im Geschäft gibt es keinen Kakao, bodenlos. Oder McDonald's, die mixen nicht den McFlurry, die mixen nicht das Eis, das ist bodenlos. Gib mir ein Verb, gib mir ein Adjektiv, gib mir ein Nomen, gib mir ein Objektiv, ein Subjektiv. Den McFlurry und McDonald's nicht mixt, wie findest du das? Das ist deine Emotion. Meine, das ist nicht frech. Ich sag einfach schlecht, blöd, bodenlos. Ja. Queen. Und nein, es ist nicht die Königin Elisabeth von England. Mhm. Queen. Perfekt? Nein. Falsche Richtung. Perfekt? Cool? Ja, das ist jemand so, du bist eine Königin, du bist der Hammer. Du bist eine Queen. Mhm. Das war gut. Okay. Okay. Swag. 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 Wieder cool. Oder was? Ja! Ja! Ja, das ist so. Wenn ich irgendwie... Ich bin immer auf dem Skateboard unterwegs. Ich habe so eine geile Brille an. Swag. Okay. Oh. Iconic. Iconic. Das ist... Das ist... Gib mir mal eine Szene, wo du sagst, das ist iconic. Gib mir eine Situation. Was ist für dich jetzt iconic? Gib mir eine iconic Situation. Ich fange an. Für mich wäre jetzt iconic, wenn jetzt zum Beispiel Tom Holland als Spider-Man kommen würde in einer Limousine und uns mitnimmt. Das wäre für mich jetzt iconic. Was wäre für dich jetzt iconic? Mom, du bist schon noch da. Situation? Zum Beispiel. Du hast ein super gutes Outfit an, iconic. Oder so eine richtig coole Frisur. Iconic. Ah, oder, so. Oder du fliegst mit einem Privatjet, mit den Kardashians nach Paris auf den Eiffelturm. Ach so, diese. Oder verschiedene Designer. Ja, Designer. Gib mir jetzt eine Iconic-Situation. Super Designer, du bist meine Iconic. Crush. Das musst du wissen, weil das habe ich dir schon mal beigebracht. Crush. Crush. Wenn ich sage, zum Beispiel, Tom Holland ist mein Crush. Was ist mein Crush? Mom, ich habe dir doch beigebracht. Ich habe schon vergessen. Crush bedeutet, das ist meine Ikone. Das ist Ikone? Das ist meine Vorbild. Das ist meine Liebling. Falsche Richtung. Aber es ist eine Person. Eine Person. Ein Mensch. Ein Mensch, den ich... Das ist meine Traum. Ja. Nein. Ich weiß selber nicht. Mom, wenn du dich verliebst in jemanden, dann ist er dein Crush. Nun, das ist meine Favorit. Deine Liebste. Ich weiß. Mom, nicht Vorbild. Crush ist, du bist wie in jemanden verliebt. Du findest die Person ganz, ganz toll. Warte, ich bin verrückt nach dieser Person. Ja, ja, ja. Okay. Crush. Das war's. Ich habe alle Wörter durch. Mein Kakao ist sowieso leer. Mama, ich muss sagen, du warst gar nicht schlecht. Okay. Du warst echt... aber viel moderne Wörter. Das war, ich hab nur ein paar genommen. Es gibt noch so... Warte, weißt du, was Slay bedeutet? Slay. 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 Hör auf. Nein, das ist so...
aus. Wenn du, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du hast ein richtig gutes Outfit an, perfekt gestylt, schöne Haare, Slay. Zum Beispiel jetzt dein Outfit, Slay. Du siehst toll aus. Slay. Okay. Verstehst du sowas okay. so? Ich muss benutzen. Wie ist mein Outfit? Slay. Ja! Ja! Es waren alle Wörter. Warte, es ist jetzt leer. Das waren alle Wörter. Ich gebe dir als Note, ich gebe dir eine 1 bis 2. Du warst super. Danke. Herr, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Mann, der Kakao war so lecker. Super. Aber es ist voll heiß irgendwie. Ich schwitze, weil ich habe so einen Pullover an. Weil irgendwie immer, wenn ich nur im Top bin, dann fühle ich mich nackt. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, wenn man meine Schulter... Der Akku ist leer. Schade. Macht nichts. Und du bist zu süß. Klatsch einmal für dich. Weißt du noch, was cringe bedeutet? Nein! Cringe! Du hast Silber vergessen. Nein! Cringe! Aber wir sind hier. Ich kann nicht mehr reden, weil ich bin raus. Es waren zu viele Buchstaben. Okay. Weißt du, das erinnert mich immer daran, dass ich nicht gerne lese. Weil das sind so viele Wörter und so viele Buchstaben und so viele A, B, C, D, F, G. Okay. Liest du gerne? Sehr. Ich habe keine Zeit. Leider. Dann, wir sind, ich kann heute nicht mehr reden. Auf jeden Fall danke an alle, die sich das Video angeschaut haben. Wir sehen uns wie immer. Am Freitag? Nein, nächste Woche wieder. Ah, nächste Woche wieder. Wieder Sonntag, 17 Uhr. Und ich würde sagen, ciao Kakao. Ciao Kakao. Bye, ciao, bye. Ciao Kakao.